zahle 500 Euro. Für das hier, alles. Das ist eine Katastrophe für mich. Ja, glaube ich. Ja. Also, Martin Frimmer hat also Schutzgeld von Ihnen erpresst? Ja, jeden Monat. 500 Euro jeden Monat. Und wann ist das hier passiert? Heute Morgen. Hab ich aufgemacht und bin plötzlich reingekommen. Dann bin ich weggelaufen, habe ich meinen Familie, Verwandten Geld geliehen lassen, bis 500 Euro. Weil ich sagte, ich will Geld. Ich habe Angst. Ja, aber 500 Euro jeden Monat, ich meine, bei so einem Kiosk, ist ziemlich viel Geld. Können Sie sich das überhaupt leisten, oder? Leider nicht. Aber was soll ich machen? Die Typen machen mich fertig. Die Typen, das waren also mehrere. Es war nicht nur Herr Frimmer bei Ihnen. Ich weiß nicht, 1, 2, 3. Ja, ich glaube 3. Aber ich kenne die nicht. Und auf die Idee zu kommen, mal zur Polizei zu gehen, sind Sie nicht? Also. Ich habe das gedacht, so, aber ist ein großes Problem für mich. Ich habe einen Laden, Familie, was soll ich? Und danach habe ich gesagt, vielleicht unterhalten, besser zahlen.